Ja, herzlich willkommen zurück hier bei den Berner Digitaltag live aus dem Erlacherhof. Das bin ich im Festsaal oben, nicht mehr im Kauerstudio unten. Und zwar, weil ich eine größere Runde bei mir habe. Es geht um die Medien, also das Thema, das ich daraus herauskomme und selber auch ein bisschen kennen und mitprägen. Es geht um das Thema Medienvielfalt. Ja, gibt es genug Medien, die über genug Themen berichten? Ist das eher im Gegenteil begriffen? Was hat Social Media für einen Einfluss? Was hat Social Media Kanal für einen Einfluss? Über das werde ich reden in der relativ kurzen Zeit von 30 Minuten. Wir versuchen, das alles unterzubringen. Ich habe mir aber eine schöne Gästerunde zusammengeholt. Ich habe an meiner Seite Nicole Meyer von Keystone SDA. Ist sie Chefredaktorin. Dann habe ich bei mir Sophie Hostetler. Sie ist Gesamtleiterin von, sie hat die publizistische Gesamtleitung, Entschuldigung, von der Gassmann Medien. Wir haben Marina Bolzli, Mitinitiantin vom Neuen Berner Journalismus und in dem Sinne vom neuen Projekt namens Hauptstadt. Und wir haben Simon Bertschi, Chefredakteur von Gesamtredaktion Bund und Berner Zeitung BZ. Herzlich willkommen in dieser Runde. Ja, Medienvielfalt, ein Thema, das sich, glaube ich, jeder von uns damit befasst. Der Simon Bertschi mit der Zusammenlegung von Bund und BZ, vielleicht geht in einem besonderen Mass. Marina Bolzli mit dem neuen Hauptstadtprojekt, vielleicht geht auch ein bisschen in einem besonderen Mass. Aber zuerst mal in die Runde gefragt, jetzt nicht nur lokal, regional auf Bern denkt, sondern auch so ein bisschen, wenn man es auf die Schweiz oder sogar global anschaut. Simon Bertschi, haben wir genug Medien, wo die Leute ihre Vielfalt mit den Themen versorgen, sodass sich jeder seine eigene Meinung bilden kann? Wenn du so fragst, würde ich sagen, ja, sicher nein, wir haben immer zu wenig Medien. Man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen politischer Meinungsbildung und Medienart und Medienvielfalt. Und ich würde sagen, wenn man die politische Meinungsbildung anschaut in den letzten Jahren, oder, hat die Medienvielfalt eigentlich dramatisch abgenommen. Es gibt immer weniger herkömmliche politische Medien, die über das Geschäft berichten und quasi Demokratie hochhalten. Hankern muss man sagen, die Medienvielfalt hat nicht per se abgenommen. Es gibt heute eine höhere Artenvielfalt, wenn man es vergleicht wie vor 10 Jahren. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, mir alles zu holen, weltweit, was ich möchte. Das ist jetzt vielleicht nicht im engeren Sinn die politische Bildung, aber die Medienvielfalt insgesamt ist, wenn man es so anschaut, mit dieser Definition nicht gesunken. Sophie Hostetler, würdest du das unterschreiben? Du als publizistische Leiterin von der Gassmann Medien, wo viele verschiedene Medien sich vereint. Das ist Fernsehen, das ist Radio, das ist publizistisch. Wie würdest du es beurteilen? Habt ihr gerade aus dem Seeland raus einen genug breiten Fächer, der dir an Themen bedient? Also ich denke, jetzt intern bei uns mit diesen vier Marken sind wir gut aufgestellt. Wir haben eine Vielfalt, aber das ist jetzt auch eine Frage, die wir uns natürlich selber stellen. Also Stichwort Einheitsbrei. Wir sind dran, wirklich eine Konvergenz aufzubauen. Wir haben schon vorher zusammengearbeitet, also es ist nicht ganz neu, aber jetzt wird es viel intensiver. Und dort ist die Frage natürlich schon gerechtfertigt. Ja, was machen wir denn jetzt aus dem heraus? Gibt es jetzt einfach einen Journalist oder die berüchtigte eierlegende Milchsau, die jetzt einen Beitrag macht für das Fernsehen und für das Radio und auch noch für den Print. Und am Schluss haben wir auf allen Kanälen eigentlich den gleichen Einheitsbrei, also von wegen Vielfalt. Und ich bin überzeugt, dass es nicht der Fall wird sein bei uns, schon nur wegen unserer Struktur. Wir haben einerseits vier Medien, die anders aufgestellt sind. Wir haben jetzt noch eine Online-Redaktion dazu, die wir am Aufbauen sind. Und die Medien, die haben auch ein kleiner andere Schwerpunkt, muss man vielleicht sagen. So, oder? Beim Radio haben wir Musik, die eine grosse Rolle spielt. Wir haben dort aber bei den News ganz kurze News. Wir wollen einen Überblick haben, was passiert in der Region. Wir haben das Fernsehen, wir haben Zeitungen. Was der Unterschied ist, ist natürlich auch von den Regionen her. Oder? Also das, zum Beispiel das Bieler Tagblatt interessiert es mässig, was im Berner Jura passiert. Hingegen die Kollegen vom Journal du Jura, die decken der Berner Jura ab. Hingegen sind weniger interessiert an dem, was im Seeland passiert. Also von dem her sind wir sowieso von den Interessen her, von den Thematiken her schon breit aufgestellt. Dazu kommt noch der Bilingismus, der bei uns im Haus ist, der halt sehr dazu beiträgt, dass man sowieso anders an Themen hergeht. Man gewichtet anders. Also wenn es ein Thema gibt über Bilingismus, wird die französischsprachige Redaktion anders darüber berichten.
berichten, weil sie halt aus einer Minorität raus über das Thema berichten. Hingegen die Deutschsprachigen werden dort vielleicht auch einen anderen Blickwinkel nehmen. Oder, was interessant ist bei dem Zusammenlegen, in Anführungszeichen, oder besser gesagt Zusammenschaffen, ist im Gegenteil, es gibt sogar die Möglichkeit, dass man mehr Meinungen kann abbilden kann. Wenn jetzt zum Beispiel wenn wir sagen, das Fernsehen geht noch ein Interview machen und das Radio möchte gerne Töne dazu brauchen, dann werden sie nicht den gleichen Beitrag machen wie das Fernsehen. Sie haben aber die Möglichkeit, die Töne vom Fernsehen bei ihnen zu integrieren, was sie sonst nicht machen können. Oder umgekehrt, wenn wir jemanden vom Print vielleicht haben, der ein Handy mitnehmen kann, ein Kit hat, der bei einem Interview selber auch noch drei Fragen stellen kann und dann wiederum das Fernsehen kann brauchen, dann kann das Fernsehen dort vielleicht eine Kurzmeldung machen, was vorher nicht können machen konnte. Wenn man irgendwie drei VJs pro Tag hat, dann kann man auch nicht alle Themen so abdecken. Also ich glaube, im Gegenteil, ich glaube, es gibt durch das auch mehr Vielfalt. Also, trotzdem ist es eine Herausforderung. Die Diversität verschiedener Medienkanäle hat nicht unbedingt, dass das breiter darüber berichtet oder vertieft mit Schwerpunkten darüber berichtet wird. Nicole Meyer von SA Keystone, wie tut ihr die Situation beobachten? Einheitsbrei ist das Wort, das man immer wieder in den Mund nimmt. Alle berichten das Gleiche. Das betrifft im bösen Sinn auch Blätter, die sag ich mal, seitenweise SDA-Meldungen haben, aber keine Zeit mehr haben für eigene Recherchen. Wie schätzt ihr das ein? Haben wir Einheitsbrei? Weil schlussendlich jeder eure SDA-Meldung abdruckt, ohne weiter nachzufragen, oder haben wir es nicht? Genau, also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, zu dem Thema Einheitsbrei mal zwei Sachen. Das eine ist, News passiert. Also die kann man nicht einfach neu erfinden. Also wenn jetzt die Klimakonferenz ist in Glasgow, dann ist das einfach eine News. Wenn der Macron sagt, er will neue AKW bauen, dann ist das einfach eine News. Da kann man also nichts Neues erfinden. Einmal auf den Nachrichten, auf den News-Schienen. Da braucht es, ich würde das gar nicht Einheitsbrei nennen, sondern einfach mal eine Grundabdeckung, ein Grundrauschen, wo die meisten Informationsmedien brauchen. Und da sehe ich uns, Keystone SDA, als Dienstleisterin. Wir versorgen unsere Kunden, das sind praktisch alle Medien in der Schweiz, wir versorgen praktisch alle Medien in der Schweiz mit einer Grundinformation. Und dann dünkt es mich total wichtig, durch das, dass wir eben quasi die Dienstleistung erbringen, ermöglichen wir es unseren Kunden, dass sie ihre eigenen Ressourcen eben in Eigenleistungen können investieren können. Also sie müssen sich nicht auch noch um die Klimakonferenz kümmern, sie müssen sich nicht auch noch um die Medienkonferenz von der BAG-Experten vom Bund zum Thema Coronavirus kümmern. Das können sie einfach gesorgt geben, das können sie uns überlassen und dafür eigene Recherchen vornehmen. Also, so sehe ich das eigentlich. Eigenrecherche ist sicher etwas, was Marina Bolzli ganz gross auf die Fahne wird schreiben mit dem neuen Projekt, Neue Berner Journalismus. Hauptstadt heisst das Projekt, das entstanden ist. Du hast sicher die Meinung, dass es im Moment Einheitsbrei gibt, weil das ist genau das, was dich da weiterbrechen mit dem neuen Projekt. Ja, also die kurze Antwort ist ja. Die kurze Antwort ist ja, sehr schön. Was kann ich denn von Hauptstadt erwarten, sofern die zustande kommt? Also man kann jetzt eigentlich schon sagen, dass sie wird zustande kommen. Wir haben 1000 Abonnentinnen und Abonnenten mindestens gesucht. Die haben wir innerhalb von 24 Stunden gehabt. Unser Crowdfunding läuft weiter bis Ende nächste Woche. Momentan haben wir so 2600 Hauptstädterinnen und Hauptstädter, die uns haben abonniert, ohne dass wir bis jetzt eigentlich etwas haben publiziert. Wir sind eigentlich nur eine Idee, ein grosses Versprechen, wo die Leute daran glauben und wo die Leute anscheinend wirklich das Gefühl haben, die Medienvielfalt ist etwas, wo wir in 120 Franken wert ist. Und was man von uns wird können erwarten, wir werden eine kleine Redaktion sein, also wir werden wirklich rein grössenmässig David gegen Goliath sein, wenn man jetzt uns mit Tamedia vergleichen würde. Aber wir werden durch das auch agil sein und wir werden das neue Berner Journalismus, das wir immer davon reden, auch versuchen einzulösen, indem wir Sachen neu denken können, indem wir zum Beispiel, weil wir so klein werden, auch eine Pop-up-Redaktion machen können, wenn es die Wahlen sein und dort eine Woche hergehen und intensiv berichten. Indem wir zum Beispiel die ganzen jungen Leute, die wir jetzt haben gemerkt, eigentlich war das nicht unsere Zielgruppe, 20- bis 30-Jährige, die zahlen doch noch nicht für Medien. Und jetzt wir sind viele auf die Straße auf Flyer verteilt und haben gemerkt, doch, die haben uns anscheinend abonniert oder sagen das immer. Und die Leute, die fühlen sich ja, also ist jetzt mein Gefühl, nicht von Bund und BZ angesprochen, sind also wie neue Leserinnen und Leser. Und vielleicht eben nicht Leserinnen und Leser, sondern die wollen vielleicht ein Instagram-Format, das ihnen politische Bildung gibt. Und so Sachen, so agil werden wir sein, dass wir so Sachen auch entwickeln können, wenn es nötig ist und dass wir auf so Bedürfnisse reagieren können und es auch wieder verwerfen können, wenn es dann nicht gebraucht wird werden.
Sie Nicole Meyer vorhin gesagt, News passieren halt. Es gibt ja tagesaktuell. Das ist nicht wegzustreichen. Das kommt überall her. Und ähnlich fühlt sich jeder berufen, der im tagesaktuellen Business ist, näher über die Themen zu berichten. Das wäre ja bei euch nicht anders. Oder besteht euer Inhalt näher aus anderen Geschichten, die mehr vertieft, mehr Recherche ist? Oder wie sieht das aus? Also als so kleines Medium werden wir es gleich handhaben wie in Basel-Baschur und Zürich in Zürich. Die haben ein Newsletter. Das ist ein Produkt, das bis jetzt in dem Sinn als auszählige Newsletter in Bern noch nicht gibt. Nämlich ein Newsletter, der Debatten in Bern kuratiert und nicht nur auf die eigenen Beiträge, die im eigenen Medium ist, hinweist, sondern im Idealfall bekomme ich den am Morgen in elektronische Briefkasten, also fast wie eine Tageszeitung früher im richtigen Briefkasten war. Und dort kann ich darauf lesen, was ist wichtig, was muss ich heute über Bern und Umgebung wissen, ob jetzt das ein Pop-up ist, das auftaucht, oder der Stappi, der gestern eine Medienkonferenz gemacht hat, oder das Regionaljournal, das einen wichtigen Beitrag hatte, den wir dort zusammenfassen. Oder auch unsere Kolleginnen und Kollegen von Bund und BZ, die eine wichtige Debatte angestoßen haben. Also wir werden uns nicht schade ziehen auf solche Sachen. Hinzuweisen so, dass die Leute wirklich mit diesem Newsletter einen Überblick über den Tag haben. Also das Projekt Hauptstadt, das als Konkurrenz irgendwie in deine Richtung antritt, von Bund und Berner Zeitung BZ. Du bist der Gesamtredaktionsleiter von beiden Redaktionen. Und insofern haben wir ja hier leider ja nicht so das schöne Beispiel, eben, dass man zwei Zeitungen, zwei Traditionsblätter hat zusammengelegt, wo von Ausrichtung her jedes eigenes Profil hatte. Also man wusste, warum der Leser Berner Zeitung kauft, und man hat auch gewusst, warum der Leser Bund kauft. Jetzt ist das beides das Gleiche. Du hast im Moment eine schwierige Aufgabe, das den Leuten zu verkaufen, oder wie sieht das aus? Ja, also wir haben, einfach kurz zum Stand, wir haben die beiden Redaktionen zusammengeführt. Es gibt eine Berner Redaktion, Bund BZ oder BZ Bund. Und aus dieser Redaktion machen wir die diversen Titel, oder? Wir haben das aber selbstverständlich so gemacht, dass man im Produkt selber, wenn ich die App auftue vom Bund oder die App auftue vom Langenthaler Tagblatt oder von der BZ Stadtausgabe, dass ich dort eigentlich nicht eine Änderung sehe im Vergleich zu vor einem halben Jahr. Das hat relativ viel Hirnschmalz gebraucht, ist beim Publikum bis jetzt so angekommen, dass es nicht einen Lesersturm gegeben hat, dass die Leute sagen, das ist ja fatal, was ihr macht. Im Gegenteil, wir haben fast keine Reaktionen gehabt, aus der Leserinnen und Leserschaft. Oder? Also insofern finde ich, ist das Projekt zum jetzigen Stand gelückt. Auch weil die Leute von Bund und BZ wirklich wahnsinnig gearbeitet haben. Es war nicht eine einfache Zeit gewesen, oder? Also wirklich konkurrierende Redaktionen zu fusionieren, das kann man eigentlich gar nicht machen. Und trotzdem ist es gelungen und finde es läuft relativ gut. Was natürlich bedauerlich ist, die Zweistimmigkeit, die man vorher hatte, dass zwei Zeitungen auf den gleichen Stadtpräsident geschaut und den unterschiedlich bewertet haben, das ist verloren gegangen. Das ist sehr bedauerlich. Das ist geschuldet dem ökonomischen Druck, wo wir drin sind. Oder? Und da hoffe ich auch auf die Hauptstadt, dass die Hauptstadt der tatsächlich eine zweite Stimme etabliert. Das wird nicht ohne sein. Das wird viel Schnauf brauchen. Oder? Aber ich hoffe wirklich darauf, dass das, das meine ich ganz ernst, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich hoffe darauf, dass das gelingt. Oder? Was ich noch mal sagen möchte, ist zum Einheitsbrei. Ich weiß nicht, wer den Namen kreiert hat. Der kommt irgendwie, schwirrt der seit ein paar Jahren rum. Oder das ist ja wie vor 10, 15 Jahren hat jede Zeitung ihren eigenen Inlandteil gemacht. Oder? Ihren eigenen Auslandteil. Es hat einen Redakteur gegeben im Bundeshaus und einen, der das Ausland hat gemacht. Und zwar in Bern davon, nachher in Winterthur, in Basel und in Zürich. Und mit dem ökonomischen Druck haben die Zeitungen gemerkt, das hat Tamedia relativ konsequent gemacht, wir müssen ein Mantelsystem aufbauen. Auf dort her, glaube ich, kommt der Name, dass man sagt, man macht ein Mantelsystem und dann macht nur noch jemand die überregionalen Inhalte. Und ich finde es eigentlich, und darum bin ich auch ein bisschen allergisch auf den Begriff, ich finde es eigentlich ein bisschen unfair, wenn man heute die Leistung anschaut von Tamedia oder CH-Mantel oder auch was die NZZ macht, oder? Das ist qualitativ im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren zehnmal besser. Oder? Heute hast du aus dem Bundeshaus jeden Tag super Recherchen. Oder? Du hast spannende Interviews, du hast gute Porträts, du hast wirklich qualitativ einen besseren Journalismus als vor dem Mantelsystem. Aber es sagen alle, es ist ein Einheitsbrei. Und das ist, oder das kann man auch im breiten Publikum, das zu erklären, ist relativ schwierig. Aber
Aber hier in diesem Rahmen, finde ich, ist das wichtig. Oder? Einheitsbrei muss man schon, wenn man den Vorwurf macht, muss man es gut anschauen. Oder? Man kann mal vergleichen, was das Jahr vorher hat gemacht hat. Also das Jahr macht eine super Berichterstattung, oder? Und ist in allen Blättern als Auslandberichterstattung drin gewesen, oder? Und heute haben wir mit dank dem Mantelsystem auch Kraft, ein Korrespondentennetz zu finanzieren. Und das ist alles andere als Einheitsbrei. Also insofern bin ich dort mit diesem Wort überhaupt nicht glücklich. Und ich bin auch nicht glücklich, wenn man mit dem geht hantieren, was jetzt den Berner Mantel anbelangt, was wir eigentlich machen, oder? Wir machen aus Bund und BZ neu ein Berner Mantel, das Berner Mantelsystem. Und ich stelle fest, und das ist ja auch das erklärte Ziel, dass wir, wenn wir eben zwei Redaktionen zusammenzugeben, gibt es nicht eins und eins, sondern es gibt vielleicht 1,7. Aber das ist immer noch besser, wenn wir es zusammen machen, als wenn es jeder für sich einzig macht. Das ist so quasi mein Status zum Projekt Bern. Nicole May, ja. Ja, da würde ich gerne etwas dazu sagen. Vielen Dank. Ich finde, Simon Bertschi hat das wunderbar geschildert mit dem einen Redaktor. Ich sage jetzt absichtlich die männliche Form, weil das sind wirklich oft Redaktoren gewesen. Und halt einen in Bern und einen in Zürich und einen in Winterthur und einen in Basel, wo auch immer irgendwie seine Inlandseite gemacht hat. Führt mich zur Aussage, mehr Titelvielfalt bedeutet nicht Medienvielfalt. Das finde ich ganz etwas Wichtiges, oder? Weil, wie du das auch geschildert hast, haben sich jetzt vielleicht auch kleine Titel können Zugang verschaffen zu wirklich grossen Recherchen. Und der Platz Bern ist natürlich ein bisschen speziell. Ich möchte mich da als Zürcherin nicht allzu laut einmischen in die BZ-Bund- und Hauptstadtgeschichte. Aber wir sehen es zum Beispiel beim Landbot in Winterthur. Da hat es früher auch einfach jemanden gehabt, der die Seite abgefüllt hat mit Agenturmeldungen. Und die haben jetzt heute jeden Tag die grossen Geschichten, Korrespondentengeschichten, Eigenrecherchen vom Tamedia-Netzwerk drin. Und das ist qualitativ aus meiner Sicht eine totale Aufwertung. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu fest vereinfacht. Später, ja, ich gehe zu dir, wo kommen wir rein? Genau, also du kannst zuerst fragen, aber ich wollte eigentlich auch noch etwas entgegnen, weil ich finde, qualitativ gibt es sicher gar nicht auszusetzen, aber das grosse Problem ist ja, dass es wie eine Person oder wie so eine eingeschränkte Personengruppe oder auch eine eingeschränkte Verlagsgruppe ist, wo er die ganze Deutungshoheit hat und auch Debatten kann steuern kann. Und dort ist das ist ja auch eine Medienvielfalt. Ob man dem nachher Einheitsbrei oder nicht sagt, finde ich, das ist dann noch die Wortwahl. Aber das geht ja dann verloren. Obwohl, da stimme ich euch zu, sicher ist die Qualität dann bei Kleinen, wenn sie so auf Grossen können, zurückgreifen können, grösser. Aber rein die Medienvielfalt würde ich jetzt behaupten, also das halt wie so, wenn jetzt halt das Thema ignoriert wird, aus irgendwelchen Gründen von dieser Redaktion, dann wird es einfach ignoriert, weil es kein anderes Medium gibt. Und wenn es anders gibt, ist dort die Chance, dass die das andere Thema aufgreifen. Und die zwei Blicke gehen auch verloren. Das hat ja der Simon Bertschi auch schon gesagt. Und ich finde, das sind eigentlich wie zwei Sachen. Man kann anscheinend halt in diesen grossen Verlagen nicht beides haben. Also entweder oder. Und jetzt ist halt wie Qualität, aber dafür die Vielfalt. Und darum, finde ich, ist die Hauptstadt umso wichtiger. Ja, vorhin, wo du die Frage so rhetorisch gestellt hast, nur ja gesagt bei Einheitsbrei. Aber für mich ist ganz klar, dass es wichtig ist, dass man nicht behäbig und selbstgefällig wird, ist es wichtig, dass es eine zweite Stimme gibt in Bern. Weil, also, ich will jetzt ihnen nichts unterstellen, aber wenn ich weiss, ja, man muss ja nicht pressieren, weil der Primär oder die Geschichte nimmt neben niemand weg, dann wird man vielleicht auch ein bisschen bequemer. Es ist auch von dem her wichtig. Rein, dass man auch weiterhin genau heranschaut und in einer Konkurrenzsituation ist und versucht, besser zu sein. Inwiefern ist es denn wichtig, über welchen Kanal dass man das macht, über welchen Kanal man, also aus welches Medium das man auftritt, ob es jetzt Zeitung ist, Online, Fernsehen oder Radio, hat das einen Einfluss? Oder würdest du sagen, nein, Online ist sowieso Zukunft, also wird das das Medium sein, wo wir die Leute erreichen? Im Moment habe ich das Gefühl, wir erreichen noch sehr viele Leute über Print, aber es ist ein Modell, das sich nicht mehr finanzieren lässt. Und darum ist es für uns gar nicht in Frage gekommen. Und ich habe das Gefühl, in die Zukunft geschaut, muss man wie ein neues Modell finden, weil es sich nicht mehr über Werbung finanzieren lässt, weil Print mega teuer ist und weil die Leute vermehrt ins Internet gehen. Aber ich finde, dort gibt es ja auch ganz verschiedene Formen. Eben, es muss vielleicht auch nicht mehr der geschriebene Text sein, den wir alten Printjournalisten und Journalistinnen noch dranhängen. Es können auch andere neue Formen sein.
die vielleicht 20 Jahre jüngere Leute besser wissen, was sie mal anspricht oder auf was sie ansprechen. Ich glaube, das muss wie noch gefunden werden in den nächsten Jahren. So, Fürstetter, wie siehst du bei den Sachen, die ihr macht, bei Gassmann Medien? Wir haben ja heute, eben, du sagst es, die recherchierte Geschichte, die zum Teil eine Seite lang ist, wo vielleicht auch das Fragezeichen ist, liest der ganze Schwall irgendjemand? Oder ist es das, was man halt immer wieder ins Spiel bringt, kurz und knapp und prägnant? Und dann tut man aber eine gewisse Oberflächlichkeit nicht mehr verlassen. Und wird weniger tief. Also, in welche Richtung würdest du jetzt eure Medien einstufen, wie ihr unterwegs seid? In alle Richtungen. Das ist ja das Spannende, oder? Also durch das, dass wir verschiedene Kanäle haben, haben wir auch verschiedene Zielpublikum. Wir haben verschiedene Leute, die die Medien konsumieren. Wir werden eine Online-Plattform aufbauen. Wir sind daran, eine App zu machen, die die Inhalte alle an einem Ort wird zusammenbringen können. Und dort hat man dann die App, die man anschauen kann und entsprechend die Inhalte so konsumieren, wie man will. Dort braucht es genau gleich die kurzen Nachrichten. Man hat nicht immer Zeit, einen riesen Text zu lesen und möchte gerne einen Überblick haben, über was läuft eigentlich in meiner Region. Und gleichzeitig braucht es aber auch die Recherche und die Hintergrundberichte. Und das ist ja genau das, was spannend macht. Dort kann man dann wirklich auch die verschiedenen Formen vereinen und jeder kann seine Medien so konsumieren, wie er will. Wenn man schnell noch einen Überblick will, hat man die kurzen, knackigen News. Wenn man gerne Hintergrundrecherche hat, wird man auch das finden. Und das macht es spannend. Also, für die Frage zu beantworten, es braucht alle vier. Schlussendlich können wir aber sagen, sind wir alle online unterwegs. Ihr seid online unterwegs. Die werden online unterwegs sein. Wir, also ich komme vom Fernsehen her, sind aber auch online unterwegs und werden den Online-Ausbau auch offen stechen. Schlussendlich wird sich der Wettbewerb also dort entscheiden. Also muss man ja auf den Online-Kanal versuchen, die Leute abzuholen. Und dort kommt noch etwas weiteres dazu. Wir haben im Bereich von Social Media natürlich auch, sagen wir mal, Nachrichtenkanäle, die entweder fragwürdig sind. Also ich würde uns hier als seriöse Medien bezeichnen, von Medienhäusern, die das Handwerk gelernt haben. Und es gibt natürlich im Bereich vom Internet und von Social Media Nachrichtenkanäle, die weit weg sind, die ganz klar tendenziös sind, ganz klar eine Meinung vertreten, die Meinung auch am Anbringen. Es gibt Leute, die durch die Filter diese Sachen gar nicht selber bekommen, also die Breite an Vielfalt von Möglichkeiten, die sie daraus herauslesen können, gar nicht haben und plötzlich in ihrer Blase sind ja Themen. Wie schwierig ist das Thema auf dem Markt nach zu bestehen, Simon, vielleicht als erstes? Das ist natürlich sehr schwierig, oder? Das ist mehr eine gesellschaftspolitische Frage. Wie kannst du die Bubbles versuchen zu dringen mit neuen Kanälen? Und das ist klar für uns, für alle Medienhäuser gilt, du musst ein Angebot haben, du musst auf Instagram sein, du musst auf Facebook noch ein bisschen etwas machen, du fragst, wie viel Response gibt es dort noch. Du musst Newsletter beispielsweise, ist hochinteressant. Alle Medienhäuser, inklusive die Hauptstadt, setzt auf Newsletter, wo das Publikum mit dem Newsletter super gut erreichbar ist und es gibt gute Conversion, sprich die Leute können ein Abo abschließen. Das ist eine Erkenntnis, die relativ neu ist, das wissen wir seit etwa zweieinhalb Jahren. Und das hat sich wie durchgesetzt, oder? Wohingegen Social Media weiss man manchmal nicht genau, was nachher hinterher passiert. Und man ist tatsächlich sehr stark in dieser Bubble. Aber ich glaube, wir müssen wissen, was wir machen, wie wir es machen, auf welchem Kanal. Und dann können wir vielleicht auch dort gegen die Bubble-Bildung etwas machen. Und wir werden sicherhin, du hast vorhin gesagt, der Print geht nicht mehr so lange. Also, ich bin nicht ganz sicher, wenn man die jüngste Studie anschaut, ist die Zeitungspersistenz wahrscheinlich schon länger, als wir alle haben gedacht. Und darum werden wir versuchen, so lange wie möglich den Print auch zu verteilen. Es ist ja nicht das Problem des Drucken, sondern die Verteilung wird das Problem. Oder? Wenn man einen Ort, ein Exemplar von BZ muss auf Sigriswil verbringen, zu einem Bauernhof rauf, dann kostet das die letzte Meile, der wirklich viel Geld und ist nicht so einfach wie hier Stadt oder Mehrlacherhof, einfach ein BZ oder einen Bund hineinschiessen. Sprich, das wird der limitierende Faktor sein. Aber die Wirkung von Print ist natürlich riesig. Eine Doppelseite über einen Ständeratswahlkampf im Kanton Bern. Oder?
das wirkt einfach ganz anders, als wenn man irgendwie die gleiche Geschichte auf dem Handy anschaut oder einen Tweet liest oder einen Facebook-Post. Also insofern, oder das ist jetzt die grosse Frage, auf welchen Kanälen sind wir präsent, wo tun wir die Ressourcen her? Und die kann man nicht so pauschal beantworten, wir müssen einfach überall präsent sein. Aber online wird das starke Medium sein, wo sich auch der Wettbewerb wird entscheiden wird. Absolut, wir sind mobile first, wir machen alle Prozesse digital first. Der Artikel wird so produziert, dass er rausgehen kann. Die Frage ist, wann geht er? Geht er morgen früh mit einem Push? Geht er am Abend als Lesestück? Aber es wird alles gemacht, damit wir auf die Geräte haben, die wir alle... Und lustigerweise haben wir den Anspruch natürlich alle, die wir hier hocken. Marina ist mit der Hauptstadt noch nicht draussen, aber ich glaube, das ist auch der Anspruch bei Sophie von Gassmann Medien. Aber auch der Anspruch, die kommt auch die Arbeitsweise bei der STA. Bei euch gehen zig Meldungen pro Tag raus, für ja uns Medienleute wiederum zu bedienen. Jetzt noch schnell zu dem, wenn ich sage, der Wettbewerb wird sich online entscheiden, dann geht es schlussendlich um eins, wo ja der grosse Medien uns wieder vorgeworfen wird. Das ist Klickzahl versus Qualität. Also welches Video tut man dann posten, das, wo man oder welchen Bericht man postet, der die tolle Hintergrundgeschichte bietet, oder das, was man weiss, hat man den Schnellklick von den Zuschauern. Es geht hier vor allem um unsere Glaubwürdigkeit, oder? Also der von wegen der schnellen Klickzahl, also da rede ich jetzt für Gassmann Medien, das wird nicht im Vordergrund sein, dass man möglichst spektakuläre Videos und krasse Schlagziele irgendwie kann generieren, für das möglichst viele Leute draufklicken. Was wir anstreben, ist natürlich auch das Abosystem. Also es wird eine Paywall geben, die Inhalte, die werden nicht gratis zur Verfügung stehen. Für alle Medien? Also da muss man unterscheiden. Wir haben natürlich das Radio und das Fernsehen, die eine Konzession haben. Dort sind wir vom Leistungsauftrag her verpflichtet, dass wir die Inhalte gratis zur Verfügung stellen. Das heisst, logisch wird man weiterhin können gratis Radio hören und am Fernsehen die Inhalte anschauen. Auf der Webseite wird es entsprechend wie eine Unterseite geben, wo man all die Inhalte auch gratis kann anschauen kann. Sie werden dort aber nicht so aufbereitet sein, dass jetzt noch weiss nicht, wie viel Text ringsherum steht. Oder sie werden zur Verfügung stehen, man wird sie können anschauen können. Aber es wird gleich auch Elemente geben, die hinter der Paywall sind. Und das ist ja das Wichtige, oder? Dass die Leute realisieren, guter Journalismus, der kostet. Das ist nicht einfach so, super, ich kann jetzt das gratis konsumieren. Man hat sich so dermassen daran gewöhnt. Wobei, ich glaube, dort findet auch ein Wechsel statt, auch in den Köpfen der Leute, wo man merkt, die Leute sind bereit, auch etwas zu zahlen für guten Journalismus. Genau gleich, wie man bereit ist für ein Netflix-Abonnement oder Spotify und wie sie alle heissen, etwas zu zahlen. Also, ja, von dem her. Klickzahl versus Qualität, das Problem hat ihr bei der STA natürlich nicht. Aber auch die STA muss schauen, dass sie mit der Zeit geht, dass sie ein Angebot hat, wo uns Medienhäuser interessiert. Wie tut sich da die STA positionieren und für Überlegungen machen für die Zukunft? Auch quasi zu wissen, dass wir werden gebraucht als Nachrichtenagentur. Ja, wir sind natürlich im ständigen Kontakt mit unseren Kunden. Das ist sicher etwas, was sich noch stärker wird intensivieren, dass wir halt wirklich schauen, wo sind die Bedürfnisse, dass wir auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten können arbeiten. Das andere ist, wir stellen natürlich eigentlich ein Grundangebot, ein ROS-Angebot zur Verfügung, wo man in allen Kanälen kann brauchen. Man kann uns mobile, auf dem Newsportal, Radio, Fernsehen, die klassische Zeitung im Print, man kann uns eigentlich überall brauchen. Also von dort her, ein Teil wird immer das ganz klassische Nachrichtenbusiness bleiben. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch, gerade durch die Fusion, sind wir natürlich sehr multimedial geworden und haben natürlich auch ein bisschen vorwärts gemacht in Sachen multimediale neue Produkte. Also wir haben auch einen Live-Blog, den wir anbieten, gerade für kleinere und mittlere Kunden. Und wir haben unsere berühmte Textroboterin namens Lena, die vor allem einmal an den Abstimmungssonntagen so interaktive Karten generiert. Die klebt sie zusammen aus den BFS-Zahlen. Zu den Gemeinderesultaten. Und dann kommt man so eine Schweizer Karte über, wo man Mouse-over in jeder Gemeinde kann schauen kann, wie dort abgestimmt worden ist. Und das tun wir jetzt auch noch weiter ausbauen. Wir haben zum Beispiel auch eine Impfkarte daraus generiert. Also so Sachen sind wir eigentlich laufend ein bisschen am Entwickeln und am Überlegen. Wunderbar. Marina Bolzli, Klickzahlen versus Qualität ist ja wahrscheinlich das, was ich euch gar nicht fragen muss. Ihr sagt natürlich Qualität. Nichtsdestotrotz werdet auch ihr ein Portal sein, wo genug muss erwirtschaften, damit er bestehen kann. Was ist das für eine Gratwanderung?
Also wir werden überhaupt nicht auf die Klickzahl angewiesen sein, sondern auf unsere Abonnentinnen und Abonnenten, wo wir im Idealfall ein Lebensgefühl, wird sein und nicht nur, was man liest. Und zusätzlich ist, glaube ich, die Webseite bei uns, also die wird zwar ein Element sein, aber gar nicht das Wichtigste, sondern dass zu den Leuten kommen und das verfügbar sein, wie wir jetzt so diesen Monat in diesem Jun hier sind und eigentlich noch Bates betreiben zusätzlich. Also das wird so sein, dass wir wie so versuchen, die LeserInnenbindung zu machen und so eigentlich nur, wir wollen ja nur LeserInnen finanziert sind am Schluss, so wie die Republik sehr erfolgreich zeigt, die hat also ihren Gewinn gemacht. Zuerst mal brauchen die Anschubfinanzierung, die sie im ersten Jahr nicht mehr hatten. Und das ist eigentlich auch wie unser Idealweg für unser Lokalportal. Jetzt hat er gesagt, die Hauptstadt ist aufgezogen worden, würde ja aber sagen, wir haben zu wenig Medienvielfalt, es braucht das Gegengewicht in Bern. Wenn das dann lanciert ist, haben wir dann genug? Es könnte jetzt wieder ein Mitbewerber kommen und sagen, oh super, mache ich auch. Oder sagt man, nein, dann haben wir eigentlich alles, was man auf einem Medienplatz Bern braucht, für ausgewogene Berichterstatten. Also ich persönlich finde, Medienvielfalt kann auch heissen, so viel wie möglich, weil es kann ja auch ein bisschen sein, wie der Vergleich wird häufig gemacht wie im Biermarkt. Zuerst sind alle zusammengelegt worden und dann sind ganz viele kleine lokale Brauereien entstanden und die Leute haben das angefangen zu konsumieren, weil es cool ist. Warum nicht? Ich meine, es gibt auch ein Journal B in Bern, auch das hat seine Berechtigung. Es ist ja nicht so, dass wir einfach jetzt können und sagen, wir müssen jetzt die Einzigen sein. Aber es macht sicher nicht Sinn, dass man sich unter den Kleinen bekämpft, sondern im Idealfall tut man dort auch Kooperationen ein bisschen eingehen, auch mit anderen Städten und so, und, oder mit anderen auftauchenden Newsportalen in Bern, wenn es dann geben würde, weil da doch eine recht grosse, wenn noch, also eine grosse Tamedia da ist und die viel kleine nebendran sicher Platz haben. Es kommt echt darauf an, wer kann sich finanzieren, langfristig und mittelfristig. Und diesen Beweis müssen auch wir zuerst noch antreten. Auf dem Biermarkt haben vielleicht aber nicht alle bestanden über kurz oder lang. Wie sieht es auf dem Medienplatz Bern aus? Wie seht ihr, oder wie siehst du die Zukunft für Bund und BZ in den nächsten Jahren? Also ich glaube ganz klar an ein digitales Geschäftsmodell. Oder? Wir sind wirklich in dem digitalen Markt, wie vorhin gesagt. Und ich glaube, es wird gelingen, dass wir im Kanton Bern ein genug grosses digitales Publikum ansprechen können. Der Kanton Bern ist gross, ist sehr divers aufgestellt. Und das gibt einen genug grossen Markt. Natürlich, weil wir auch die Medien hinten dran haben, das können wir so nicht machen. Oder? Ich finde, der Biermarkt ist noch ein interessanter Vergleich. Oder? Es braucht natürlich gleich im Medienmarkt Vertrauen, Kontinuität. Man muss Schnauf haben. Oder? Wir können nicht einfach heute etwas machen und morgen aufhören. Sondern wir haben ein Versprechen wie so vom Publikum, dass sie einzahlen. Und sie zahlen nicht zu wenig ein oder für ein Abo. Und das müssen wir einlösen. Wir brauchen Kontinuität aus der Gemeinde raus. Wir brauchen Kontinuität in den Themen drin. Und das ist wahnsinnig aufwendig, oder? Das ist wirklich ein Versprechen, das wir machen. Und ich kann nicht heute kommen und sagen, neue Biermarke, morgen bin ich nicht mehr da. Das können wir uns nicht leisten. Und dort ja, sehen wir es vielleicht ein bisschen anders. Oder? Ja, ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen too much. Ja, schon. Also, ja, schon. Aber ich glaube schon, das braucht Kontinuität, es braucht einen Vertrauensaufbau, oder? Wo natürlich die etablierten Marken einen riesen Vorteil haben, weil die Marke wahnsinnig stark ist. Ein Bund, unglaublich starke Marken. Oder? Ein BZ Tito, ein Tagesanzeiger oder ein Batz. Das sind Marken, die man sicher nicht einfach so schnell wie preisgeben. Also, die müssen wir ins Digitale transferieren. Und da glaube ich daran, dass es wird gelingen. Und ich hoffe darauf, dass es neue Kräfte gibt, das tut beleben. Wie du vorhin hast gesagt, das sorgt dafür, dass man andere Sichtweisen hat, dass man vielleicht auch noch ein bisschen schneller ist im Alltag. Aber ich glaube ganz klar an ein digitales Geschäftsmodell in Bern. Es wird spannend bleiben. Wir haben alle starke Marken hier in dieser Runde, wo wir da hocken. Danke für das Gespräch. Es war eine sehr spannende Runde, natürlich sehr kurz. 30 Minuten sind wie nichts. Merci vielmals Simon Bertschi, Chefredakteurbund und BZ. Merci Nicole Meyer-Kissen, SDA. Danke Marina Bolzner. Wir sind sehr gespannt auf das Hauptstadtprojekt, das lanciert ist. Und danke Sophie Hostetler, die die publizistische Gesamtleitung von der Gassmann Medien hat. Und ich danke für Ihnen zu schauen. Dort ist meine Kamera. Übrigens, Telebern und Radio Bern 1 ist schon ein Medium, es ist CH Media. Das ist bis jetzt nicht erwähnt worden. Wir sind auf dem Platz Bern und werden auch noch ein bisschen mitmischen. Wir sehen uns am Nachmittag wieder aus dem Kauer Studio. Danke, bis dann. Ade miteinander.